Alter, was geht ab, Leute? Hunger. In Pasing angekommen. Der Kollege hier schäft mir gerade einen Platz frei hier in der 2-Gamer Gang. Da muss ich mich reinsetzen, weil, wenn man den ganzen Tag in Pasing verbringt, sammelt man so viele Bären an, die muss man alle wegfüttern. Sprich, ich brauche hier die 2 Plätze, vielleicht da vorne auch noch einen. Und dann können wir loslegen. Wir haben hier einen Spezialgast, der lange nicht mehr da war. Zu lange, ja. Ja, für alle, die sich noch erinnern, guter Kollege von der Uni. Aber wir haben nicht dasselbe studiert, er studiert immer noch. Auf dem Papier immer noch. Echt jetzt? Ja klar, der hat immer zirkuliert. Ja, ja, okay. Genau. Deswegen war ich ja so lange nicht da. Ja, eben. Blöde Abschlussprüfungen. Erzähl mal, was du gemacht hast. Weil ja, interessiert es die überhaupt? Ja, die fragen immer, was ich so studiert habe und ein paar Tipps ja, und so. Ja, wobei, vielleicht, ich habe Lehramt studiert. Ja, eben. Das heißt, eben. Vielleicht habe ich ja ein paar von einer Community mal Schüler. Ja, eben. Oh Gott, dann wäre ich aber gearscht. Der hat Pokémon gespielt. Ja und? Guter Lehrer. Gymnasiallehramt für Englisch und Geschichte. Aber okay. Wobei es eher unwahrscheinlich, dass ich mal welche aus meiner Community unterrichten werde, weil man mit meinen Noten und in Bayern mit der Kombi leider eh keinen Job kriegt. Echt jetzt? Das ist ziemlich schlecht, ja. Ich hätte das ist vielleicht doch was anderes studieren sollen. Ja, ich kenne das Gefühl. Ansonsten, was geht sonst ab bei dir? Ansonsten? Weißt du, dass ein Moment zwischen uns das in die Top-Highlights geschafft hat? Echt? Welcher? War das mit dem Despotar? Ja, nein, da wo ich gesagt habe, du hast Screen Recorder? Oh mein Gott, du hast Screen Recorder? Ach, das, weißt du das? Ja, das weiß ich noch. Das war übrigens die erste Folge Frag Hong, wo er uns ein paar Sachen gezeigt hat. Stimmt. Und uns nach Tipp gefragt hat. Da habe ich mein, damals gab es ja noch keine TM. Ja, ja, genau, genau. Das war ernst wichtig damals. Da habe ich mein Lavita entwickelt und ich konnte nur von einem Bombenmonster, ich konnte nur eins entwickeln. Yeah. Das hatte bis Knirscher und ich habe mich voll aufgeregt. Da haben auch alle so, boah, was hat denn der? Voll die gute Attacke. Ja, weil du Feuersturm haben wolltest. Ja, gut, das war doof. Aber inzwischen kann Steinkante und ich muss sagen, Steinkante, dann bin ich echt glücklich. Ja, natürlich Steinkante. Bis Steinkante ist echt gut, da bin ich. Aber davor, ich bleib dabei. Knirscher ist scheiße. Auch wenn's. Ich mag die Attacke nicht. Kein Kommentar. Ja, ich bin hier der Lehrer. Auf jeden Fall erst zurück mit einer neuen Frage. Oh ja. Warte, soll ich jetzt Screen Recorder anmachen? Nein, das passt schon so. Nur Screen, okay, gleich. Ich muss nur noch das Enton ran. Okay. In Zwischenzeit ist er sogar fast 39 geworden. Hart gegrindet. Ja. In Schwabing krass unterwegs. Man sucht ihn schon, man fahndet ihn schon nach seinem Namen. Riyad Maskulin, weil er so viele AG'en macht. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt, neulich hat einer wegen, was ist das? Kennt den wer, der schmeißt ja. Leute um 23.59 Uhr aus der Arena. So, ich habe mit ihm noch nichts. Ich kannte den, ich habe mich gewundert, dass er meinen Namen vergessen hatte. Und das Lustige ist, es war echt kompletter Zufall, weil ich aus dem Kino kam und ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ja, ja, ja. Das stimmt wirklich. Und du hast mir vorhin sogar zugestimmt, es gab schon ein paar Mal, dass ich Leuten dankbar war, wenn ja, sie kurz stimmt. mal mit danach ja. meinen. Weil weißt du ja nicht, ob der die Münzen schon hat an dem das Tag. Ist, das ist, das kann sein, ja. Also, ich könnte mir einen Gefallen damit tun, wenn ich kurz vor Mitternacht seine Viecher ja. raushaue. Oder sein Pokémon. Auf jeden Fall, falls ihr in Schwabing unterwegs seid, das ist er. Der gelbe Terror aus Schwabing. Also, Luitpoldpark, Nordbar sind so meine Haupt. Okay. Meine Hauptangriffspunkte. So. Weil ich ja nicht mehr so oft in der Uni bin. Ja, das kenne ich. Genau, meine Frage. Also, ja, eigentlich sind sogar zwei Fragen. Wir haben nicht so viel Sendezeit für zwei Fragen. Dann entscheide du Macho Mai. Ich sag Macho Mai, egal was Leute sagen. Das war ein Scherz, okay. Okay, ja, machen wir Macho Mai. Machen wir mal, okay, ja. Ich finde Macho Mai passt besser, weil der ist auch so männlich. Ja, so Macho, ich verstehe, was du meinst. So, hier, soll ich screenshotten? Nee, passt schon so. Also aus dem Raid. Aus dem Raid, genau. 1635, machen wir mal, ja. Entsprechend Level 20 natürlich, okay. 93%. 93 ist echt nicht schlecht. Konter-Nahkampf. Jetzt ist die Frage TM, ja, nein. TM, ja. Und Pushen, ja, nein. Die Zuschauer haben mich so fertig gemacht, dass ich Nahkampf nicht geändert habe gegen Despotar. Weil Nahkampf ist echt schlechter.
Also das musst du auf jeden Fall auf Wuchsschlacht ändern. Mein anderes, ich habe 1 Max gepusht, okay. Das hat aber ein bisschen weniger IV leider. Das okay. kann Karateschlag, Legacy, ne? Ja. Karateschlag und Wuchsschlag, und das ist echt Hammer. Der Wuchsschlag ist Hammer, ja. Also TM aber auf jeden Problem Fall. Ist, der hat ja glaube ich 4 Angriffe, oder? Das heißt, ja, es ja. kann echt sein. Nein, 3 hat er jetzt nur noch. 3? Gambos, Nahkampf und Wuchsschlag. Also soll ich es machen, ja? Ja. Lade TM. Also Wuchsschlag auf jeden Fall, das muss er haben. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Und das heißt, was? 3 Attacken, das heißt, ich habe jetzt 50-50. Ja. Weil da 2 Attacken, okay. Ja. Und 6 Maxen, 93 ist okay. Wuchsschlag, perfekt. Sehr schön. Und was für die... 6 Maxen auf jeden Fall, 93 ist okay. Sollte man, könnte man maxen. Warte, damit ich jetzt keinen Fehler mache, also genau. Was war nochmal die erste Attacke? Konter, glaube ich. Nee, Quatsch. Ja, eine Kampfattacke. Er kann nur 2, also eine Genau, Konter. Ja, Konter passt. Ja. Also jetzt kann die andere ist Eisenattacke. Jetzt kann er Konter, Wuchtschlag und jetzt perfekt, kann ich ihn pushen. Das ist perfekt. Okay. Gut, ich brauche noch ein paar Bonbons, bis ich ihn wirklich max pushen kann. Ich habe 100 Stück gehabt. Ja. Aber... Das ist gut, okay. 200. Ja, ich brauche nochmal... Ich brauche 200 ungefähr, gell? Ja, ungefähr, ja. Bisschen mehr. Ja. Okay, gut, ich werde es pushen. Danke, ja. Hong. Und was mit deinem Bierwart? Achso, ja. Beide Level 27, lustigerweise. Beide Gearbox 27, okay. 84%, 87%. Also okay. Wenn dann eh der 87er Lehmschelle Felswurf. Ich kann es nochmal screenshotten. Ja, jetzt kommt drauf an, wofür du ihn verwenden willst, weil am besten brauchst du halt zwei Steinattacken. Okay, das heißt, also, Felswurf ist gar nicht so schlecht. Ja, aber es ist die schlechtere Felsattacke. So wie bei Nahkampf halt. Steinkante, also ich könnte. Ja, Steinkante, genau. Rock, aber würdest du den machen oder warten bis höher 87? Kommt drauf an. Dann hat er schon Level 27, ja, dadurch weiß, speichert. Was es kommt echt drauf an, wofür du den verwenden willst. Das ist schwierig. Soll ich dann lieber nochmal. Da hatte ich die Bonbons auf jeden Fall. Ja, da hättest du echt die Bonbons. Und sonst hast du keinen höheren. Leider nicht, nein. Dann? Wie gesagt, der hier hat 84 und der 87. Dann würde ich vielleicht. Der hier. Das ist echt schwierig. Der andere hat mit 84 87er pushen oder nicht? Aber. Weiß nicht, die sind schon schwer zu bekommen, also. Ich bin, um ehrlich zu sein, mit meinen 96er nicht mal zufrieden. Ja, aber eben. Ich glaube, dann warte ich lieber noch. Ich pushe das mal, das Macho Mai. Okay. Alles klar. Macho Mai? Das war's von ihm? Warum sagt der Spaß Macho Mai? Ey, das war's von ihm. Wir gehen jetzt noch ein Geico Raid machen. Natürlich mit Glücksei. Ich habe davor schon einen aufgenommen, aber Bildschirmaufnahme hat leider nicht funktioniert. Das heißt, jetzt seht ihr erst einen. Ja, dann leg ich es da drüber.
So, das war ein Raid von vielen. Danach sind auf einmal 4 gleichzeitig dort gewesen, also Parsing geht echt ab. Immer genug Leute für Raids und dann dazwischen Farm, also gefällt mir echt sehr gut. War cool, den alten Kollegen Riyad mal wieder zu sehen. Lange nicht mehr gesehen. Letztes Video war, glaube ich, Lavados Raid. Da habe ich einen in der Nähe von der Uni gemacht und dann ist er auch gekommen. Mehr Fragen zur Uni und so könnt ihr gerne immer stellen. Ich habe immer noch das eine Video in Planung, wo ich über Uni rede und meine Meinung, meine Tipps, meine Erfahrung. Vielleicht mache ich das mal mit ihm zusammen, weil er hat ja auch viel Erfahrung. Hat jetzt bei weitem länger studiert als ich sogar. Und ich habe ja einmal sogar abgebrochen. Also vielleicht demnächst mal ein Video mit ihm. Endlich, wo ich über Uni-Zeugs und so rede. Auf jeden Fall, ich habe die 50 Millionen EP geknackt. Bisschen unspektakulär, weil 50 Millionen ist nur ein, wie nennt man das, eine Hürde auf dem Weg zu meinem großen Ziel. 60 Millionen, 3x Level 40. Wir haben die 50 halt geknackt, aber es muss weitergehen. Dementsprechend zeige ich euch hier meine Daten, so wie gestern. So, Pokestops habe ich gedreht. Um die 450, 460, also schon deutlich weniger als am Tag davor. 2 Millionen waren echt krass, aber ich habe auch früher gestartet. Diesmal habe ich nur, warte, wann bin ich gekommen? 2:15 ungefähr. Und um 9:30 muss ich bereits gehen. Also ich musste nicht, aber keiner war mehr am Start und ich hatte keinen Bock jetzt dann alleine für mich die Module zu zünden, um, keine Ahnung, noch eine Stunde oder so zu bleiben. Deswegen habe ich früher Schluss gemacht. Ich hätte noch ein paar Entwicklungen machen können, weil zu denen kommen wir auch gleich. Da habe ich auch noch ein bisschen weniger gemacht als am Tag davor. Sprich, ich habe nur 1,3 Millionen gemacht. Ja, das seht ihr gleich erst noch beim EP-Ding, dann reden wir darüber. Aber ich habe halt weniger gemacht. So, Pokémon habe ich gefangen. 600 irgendwas, okay. Am Tag davor war es 700 irgendwas, also auf jeden Fall schon mal deutlich weniger. Dann die Entwicklung, ungefähr 330, also auch viel weniger als davor. Davor waren es sogar, glaube ich, 600 oder so. Also schon, ja, 600, also nur die Hälfte. Sprich, ich habe da noch viele Reserven, also keine Angst, dass ich so stark abgenommen habe von 2 Millionen auf 1,3. Ich habe da noch viele Reserven, ich habe gestern nicht so viel ausgenutzt, eher Reserven wieder angespart. Hier die EP, wie bereits angesprochen, 1,3 Millionen habe ich gemacht. 1,33 sogar, ne, 1,32 ungefähr. Ich versuche heute auf 52 Millionen zu kommen. 1,37 werden das, gechillt. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Ressourcen. Ich habe noch 6000 Topsy-Bonbons, also von 8000 auf 6000 runter. Hutut ist fast weg, ne, Hutut ist ganz weg. Natu ist fast weg, also die 50er und Webergag ist fast weg. Radfalls habe ich nur noch so 1000 und Wieso habe ich noch so 2,5 ungefähr. Von Leo und Raupi, die entwickle ich kaum, weil ich gar keine finde zum Entwickeln. Von denen habe ich auch noch ein paar. Also Reserven sind noch übrig. Es ist erst Tag 3, also erst 2 Tage überstanden. Heute kommt erst noch Tag 3. Also nicht zu beeilen, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir haben die 1,5 Milliarden geknackt. Ab heute gibt es offiziell Doppel-Sternstaub. Das wird dann nochmal ein bisschen saftiger. Aber mich interessieren eigentlich nur die EP. Sternstaub ist ein kleiner netter Bonus. Und wenn es weiter so geht, dann schalten wir ja Progenta frei. Wie ihr wisst, meiner Meinung nach schalten wir den so oder so frei. Aber das war's von mir. Geht's raus zocken. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt den Shop ab. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Ich habe schon viele Nachrichten bekommen, dass es bei euch echt gut läuft. Viele echt kurz vor dem Ziel. Level 40. Ich gönn's euch. Das war's von mir. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.